Wir alle mögen keine Microtransactions. Das ist jetzt keine große Überraschung und auch keine große Erkenntnis, sondern ehrlich gesagt Fakt. Dennoch, auch große Videospiele bzw. sogenannte AAA-Produktionen haben immer öfter Microtransactions drin. Das letzte große Beispiel ist erst vor einigen Tagen erschienen, Gran Turismo 7 von Sony für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Shitstorm gegenüber Sony, vor allem aufgrund des letzten Updates, dazu gleich noch ein wenig mehr, der war riesengroß und den konnte Sony auch so voraussehen. Die große Frage ist nur, warum haben sie es trotzdem gemacht? Weil es Kalkül war, weil ein großer Plan dahinter hängt oder weil es einfach nötig ist? Über diese Frage und über diese Punkte habe ich mit Dominik im neuesten Podcast gesprochen und diesen Ausschnitt gibt es heute mal für euch. Eigentlich wollte ich diese Thematik in einem eigenen Video auch nochmal thematisieren, allerdings hatte ich vor ein paar Tagen eine Kiefer-OP und kann nur so fließend sprechen, wenn ich ja etwas härtere Schmerzmittel genommen habe. Deswegen verzeiht bitte, dass es jetzt nochmal ein Podcast-Ausschnitt ist, allerdings haben Dominik und ich das Ganze gut auseinanderfriemeln können. Der Podcast ist kurz vor der OP entstanden und ich werde jetzt erstmal meinen Kiefer ein wenig weiter schonen, bis der wieder funktioniert ohne Schmerzmittel. Achso, kleine Anmerkung noch. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Quizfrage. Was ist besser als ein Just Legends? Richtig, zwei Just Legends, aber zum Preis von einem Just Legends. Diese 2-für-1 Aktion gibt es jetzt noch wenige Tage. Alles, was du dazu tun musst, den Code GAMINGLUX2 beim Checkout benutzen. Moment, was? Just Legends kennst du nicht? Oh, kein Problem. Just Legends ist der Gaming Booster, der dich wach und fokussiert macht. Einfach einen Löffel Just Legends mit Wasser mixen, vielleicht ein paar Eiswürfel dazu, einmal ordentlich schütteln und einfach nur genießen. Just Legends benutzt dabei nur natürliches Koffein aus Guarana. Hier ist kein Schnickschnack oder irgendwas anderes drin. Nur das Beste für dich. Und falls du eher der Milkshake-Typ bist, na, keine Sorge, Just Legends hat natürlich auch zahlreiche Milkshakes zur Auswahl, zum Beispiel den neuesten Cookies and Cream Milkshake. Klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und beim angepinnten Kommentar und such dir entweder einen Booster und einen Milkshake, 2 Booster oder auch einfach 2 Milkshakes aus und benutzt beim Checkout den Rabattcode GAMINGLUX2. Das jeweilig günstigere Produkt wird dann von deiner Rechnung abgezogen und du musst nur einen Just Legends bezahlen und bekommst diesen dann schon innerhalb wenigen Tagen geliefert. Also check jetzt das Angebot von Just Legends aus, spar und genieße etwas. Hattest du das Video gesehen auf dem Kanal bei uns bezüglich Gran Turismo? Nein, leider nicht. Dann hole ich dich und alle, die es auch noch nicht gesehen haben, nochmal wieder ab. Da ging es darum, dass Sony bzw. Polyphony Digital die Microtransactions in Gran Turismo 7 indirekt angepasst hat. Und zwar, es gibt halt in dem Spiel einfach die Option, du kannst dir Credits kaufen, für die Credits kannst du dir Karren kaufen und so weiter und so fort. Das ist ein Rennspiel, muss ich nicht erklären. Und dann war so die Geschichte, dass mit dem Patch 1.07, glaube ich war es, die Belohnungen für gewonnene Rennen zurückgefahren wurde um teilweise je nach Rennen bis zu 50%. Was bedeutet, dass du viel länger farmen musstest, um dir richtig teure Autos zu leisten. Was dann wiederum bedeutet hat, dass diese Microtransactions plötzlich viel lukrativer waren oder sind, weil ja die Zeitersparnis viel höher ist. Und der Verdacht, der sehr nahe liegt, ist natürlich, dass man das gemacht hat, nicht aus Balancing-Gründen, sondern weil zu wenige Leute Microtransactions gekauft haben und man sich deswegen überlegt hat, wie kriegen wir dazu, dass wir mehr Transaktionen erreichen können? Naja, indem wir es halt schaffen, dass diese Transaktionen lukrativer wirken. Ne? Im Sinne von, oh, das dauert mir zu lang oder auch und doch mal so hier 5 Euro doch mal ausgeben für ein paar Credits und so weiter. Du kannst jetzt 48 Stunden lang Rennen fahren, um dann am Ende genug Punkte zu haben. Oder gibst du mal einmal 5 Euro aus. Genau. Wobei eher so ein 20 Euro. Okay. Und da war natürlich jetzt erstmal der Shitstorm riesengroß. Gran Turismo, was sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat von Fachpresse, aber auch von den Fans, ist in Metascore, den man immer vorsichtig sehen muss, gerade bei den User-Scores, auf 2,0 zurückgefallen, weil die Leute halt einfach Nullerwertung reinballern. Weil die einfach sagen, das ist eine Frechheit, das ist scheiße, das ist unfair, das ist blöd, das ist geldgeil und so weiter und so fort. Und grundsätzlich haben sie mit den ganzen Punkten, glaube ich, auch recht. So, und dann habe ich in dem Video gesagt, dass ich mir immer so ein bisschen unsicher bin, was die Idee da halt ist. Also, ob da nicht mal irgendwie Leute sitzen und sich denken, so, wir machen das jetzt so, kann das einen negativen Backlash haben, ja, aber der ist nicht so groß, nein, ja, aber der ist nicht so schlimm, den stehen wir durch und danach gibt es
Geld. Mhm. Danach ist es Cash. Mhm. Und ich habe in dem Video folgende Theorie grundsätzlich mal geäußert, dass ich mir immer so ein bisschen vorstellen kann, dass du negative Änderungen vornimmst, gewollt, um dann den Backlash zu kassieren, um dann diese negative Änderung zum Teil zurückzunehmen, die Leute dich dann abfeiern, aber gar nicht mitkriegen, dass du es schlimmer gemacht hast. Kleines Beispiel, was ich genannt habe. Halo Infinite hatte ja seine Hate-Welle am Anfang, weil die Store-Items viel zu teuer waren. Mhm. Und darauf hat Microsoft dann ja gesagt, oder 343, hey, wir machen die jetzt billiger, wir haben auf euch gehört, alles ist cool, sorry, und haben die dann billiger gemacht. Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, oh, das ist ja cool von euch, dass ihr auf uns hört. Mhm. Die sind jetzt aber nicht mehr unverschämt teuer, sondern nur noch sehr teuer. Und meine Frage ist, war das von vornherein der Plan, dass man sagt, wir wollen die sehr teuer machen, aber bevor wir die sehr teuer machen, die Leute das kacke finden und wir die nur noch so mittelpreisig machen können, machen wir die erstmal schweineteuer. Die Leute beschweren sich, wir machen die sehr teuer, aber die Leute feiern das, weil wir auf sie gehört haben und wir haben den Preis, den wir haben wollen. Also ich frage mich halt immer, weil... Wie viel Anchoring, also wie viel psychologische Trickserei ist da drin? Naja, also die Sache ist, bei solchen Dingen, wenn du sowas machst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute nicht wissen, dass das einen riesigen Backlash gibt. Und genau, das ist der Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute sitzen und sagen, so, wir machen mal hier 20 Euro dafür. Super Idee, Dominik. Genau. Und dann machen die das einfach. Und das sind ja bei allem nötigen, nicht vorhandenen Respekt, das sind ja intelligente Geschäftsmenschen. Ja. Die wissen, wie sie ihren Euro kriegen. Die sind ja nicht bescheuert. Ja, und die wissen, dass das eine große Hate-Welle auslösen wird. Also da wird niemand sitzen und sich denken, wo kommt denn das jetzt her? Die sind ja nicht bescheuert. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, bei manchen Sachen sind sie manchmal bescheuert. Mhm. Siehe damals diese Star Wars Battlefront 2-Geschichte. Das wäre eine riesige Story. Und ich frage mich halt immer, wie viel ist davon einfach Kalkül, dass du dir denkst, wir holen uns die Hate-Welle, wir nehmen die, wir akzeptieren die, aber dann kriegen wir, was wir eigentlich wollen. Genau, und danach waschen wir uns rein, aber wir haben am Ende eigentlich das, was wir von Anfang an wollten. Und die Leute finden uns geil und wir haben die allgemeine Preisschraube und das allgemeine Empfinden für Microtransactions auch nochmal in die Richtung verschoben, in die wir sie haben wollen. Weil ich glaube nämlich auch, dass... Ist das nicht auch irgendwie so... Das kleine Einmaleins davon, wenn man auch selber Dinge verkaufen will. Verkauf es, also biet das erstmal. So ein klassisches Flohmarktgelaber. Genau, ne? Biet das erstmal für viel zu viel Geld an, weil, also wenn du etwas für, sagen wir jetzt mal, 20 Euro auf jeden Fall verkaufen möchtest, mindestens 20 Euro, dann biet es nicht für 20 Euro an, weil dann wird immer jemand anfangen zu verhandeln und du willst es nicht für 20 Euro verkaufen. Ja. Verkauf es für 35 Euro und vielleicht kriegst du jemanden, der es dann für 30 kauft. Aber wenn du dann irgendwann auf bis zu 20 Euro runtergehst, dann will sich die Person denken, was ein cooler Dude, Alter. Ja. Ich konnte ihn um 15 Euro runterhandeln. Voll abgezogen, den Typen. Genau, ja. Aber du hast genau das bekommen, was du wolltest. Ja, wie so der Klassiker, wenn irgendwie jemand sagt, ich zahle dir 20, der andere sagt, nee, ich will 30 haben, dann ist eigentlich, man möchte 25. Genau. So, das genau. Ist noch ein Motto, so, ja. Das ist halt. Das ist übrigens, kleiner Tipp hier in die Runde, das ist so Common Sense, dass man das nicht macht. Wenn jemand, also wenn ihr 25 oder so haben wollt, dann sagt nicht 30, was jemand 20 bietet, sondern sagt dann irgendwie 40 und so weiter. Ja. Weil sonst funktioniert das nicht. Ja, ja. Die Leute denken alle, oh, der will die Hälfte davon haben. Nee, denkt höher. Mhm. Aber ja, das ist so nämlich mein Gefühl, weil wie gesagt, so wie du es auch schon sagst, so im kleinen Rahmen auf Flohmärkten ist man ja nicht anders. Man geht dahin und denkt sich so, ich bezahle für 20 Euro und ich werde die 20 Euro auch nur dafür bezahlen und ich ziehe den ab. Und der denkt sich, der bezahlt mir 20 Euro. Ja, richtig. Das ist ja dumm. Ja. Der hätte das für 5 haben können, der Trottel. Also ich meine, es ist ja wirklich im Prinzip genauso. Also ich glaube tatsächlich schon, dass da auch einiges an Kalkül hintersteckt. Es ist immer die Frage, bis zu welchem Grad. Das ist, glaube ich, schwer einzuschätzen als Außenstehender. Aber von meiner Vermutung her glaube ich schon, dass die sich das ausrechnen. Ja, es ist halt auch, sagt die Anchoring was? Nee. Okay, Anchoring ist, versimpelt ausgedrückt, ein psychologischer Trick, um dir, ich hatte es mir auch nochmal aufgeschrieben gehabt, genau, das besagt, dass der Entscheidungsprozess eines Individuums von der ersten Information beeinflusst wird, die er erhält. Das heißt also, dass du, ne, du wirst an den Haken gezogen, so nach dem Motto, ne, also Anchoring. Und die Idee ist halt, dass das Erste, was du siehst, auch wenn du in eine Microtransaction oder in den Store gehst, dass das beeinflusst. Das heißt, wenn du gehst drauf, hey, ich will Coins kaufen und dein Cursor bietet dir als allererstes an 200 Coins für 2 Euro. Ist das der Preis, dann ist das der Preispunkt, an dem du alles das dann auch zementierst und so weiter, auch so ein bisschen.
Und dann gehst du halt hoch und siehst, hey, warte mal, aber für 10 Euro kriege ich ja quasi 5.000 so nach Motto. Und dann ist es halt immer dieser Sweet Spot, dass du sagst, dieses billige Angebot willst du gar nicht kaufen. Das ist auch gar nicht dafür da, dass es jemand kauft, sondern das ist nur dafür da, die anderen Angebote in einen gewissen Wert zu stellen. Mhm. Und dass dann auf einmal, dass du dann auf einmal denkst, wenn ich mehr Geld ausgebe, dann bekomme ich ja mehr. Dann bekomme ich ja auch, also dann bekomme ich ja voll den coolen Bonus davon. Same shit wie die Flohmarktnummer, theoretisch. Ach, ich bin da so oft drauf eingefallen, das ist echt schlimm. Weil, wie gesagt, ich da auch. Also dann denke ich mir so, 1 Euro für was weiß ich, 100 Coins, aber das lohnt sich ja nicht. Ja. Dann gebe ich 5 aus für 800. Genau. Hab ich ja 300 plus gemacht. Ja. Also Call of Duty hat so sehr viel Geld von mir bekommen. Ja, genau. Also das ist genau das, woran ich gerade auch denken musste. Und Call of Duty hat auch noch zusätzlich gehabt, dass man 2400 Coins oder 1800 kaufen musste, aber die guten Skins 1900 gekostet haben. Ja. I remember that. Lange nicht mehr ins Spiel reingeguckt, actually. Das tat meinem Konto auch echt gut. Was ich einfach nur long story short damit sagen möchte, ist, dass da sehr kluge Geschäftsleute und BWL-Leute und so weiter dran sitzen. Ja, ja, klar. Und die sich da was zusammenbauen, was uns ausnehmen soll und was uns das Gefühl geben soll, wir hätten die ausgetrickst. Wir sind klüger als die. Mhm. Aber am Ende sitzen die am längeren Hebel und bestimmen die Preise, die wir am Ende zahlen. Genau. Und dann funktioniert deren Geschäftsmodell halt. Ja, genau. Und ich finde das halt super interessant, wie sich die ganze Microtransaction-Szene halt ein bisschen mehr und mehr bewegt, weil ich glaube, auch mit dem steigenden Erfolg des Game Pass werden diese MTX-Nummern halt deutlich, deutlich wichtiger werden, weil sie die einzige zusätzliche Zusatzeinnahme dann sind. Ja. Das heißt, hier hast du das Spiel for free, aber wir haben viel mehr Microtransactions drin. Also ich liebe den Game Pass, aber ich habe das sehr oft gesagt, ich sehe auch immer noch eine gewisse Gefahr, dass dadurch noch viel verschoben wird. Ja. Und ich bin sehr gespannt, weil es ja heißt, dass Sony jetzt auch so ihr Game Pass-Prinzip vorbereitet. Mhm. Mal gucken, wann das denn und ob das wirklich kommt. Ich glaube ja. Und das wäre dann auch die perfekte Frage zum Ende hin dieses Videos bzw. Podcast mit Schnitz. Was glaubt ihr denn? Sind Microtransactions tatsächlich die zusätzliche Monetarisierungsoption für Gaming-Flatrates wie eben den Game Pass oder den Service von Sony, der wohl bald irgendwann kommt? Und wenn ja, und ganz generell die Entwicklung mit Microtransactions, wie seht ihr diese Entwicklung und glaubt ihr, es lässt sich irgendwie noch aufhalten? Schreibt das gerne mal in die Kommentare.